Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Wir haben das letzte Mal endlich die Drohnen mal aufgestellt und die sind ja wirklich genial. Ist natürlich von der Range her, haben die nur maximal 25 Meter. Das heißt also, alles was hier in dem Umkreis steht, wird dann gesammelt und wird wieder befüllt. Sei es Tiere, sei es Pflanzen, sei es Stein oder was weiß ich. Wird alles jetzt automatisiert und das Zeug, was die ernten, das kommt dann natürlich hier unten rein. Er hat jetzt halt hier die Nachfüllsachen mit drin und ja, die anderen Sachen habe ich natürlich jetzt schon rausgetan. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte das Ganze mal ein bisschen separierter machen, aber mir gefällt es jetzt halt vom Aufbau her. Was ich mit euch schon lange mal machen wollte, das ist, ich sage jetzt mal eine neue Base bauen, obwohl es ja nicht wirklich eine neue Base ist, aber ich möchte einfach mal was ausprobieren. Von daher schnappe ich mir mal jetzt halt, was ich hier so drin habe. Ich weiß nicht, ob ich Ranken brauche. Keine Ahnung. Aber ich werde wahrscheinlich Eisen brauchen. Habe ich eh nichts mehr. Dann gucke ich mal, was brauche ich denn noch zum Bauen? Wir brauchen die Ranken. Wir brauchen Baumstämme. Wir brauchen Seile. So, dann nehme ich mir nochmal Ranken raus. Bei den Seilen wird es jetzt natürlich ein wenig blöd, weil ich hier die Ranken verarbeite für die Seilen. Für die Seile. Wir machen jetzt mal 50. Ist geil. So, und dann möchte ich jetzt mich da hochbauen. Ich glaube nämlich, dass das Gebäude nicht so verkehrt ist, um das einfach mal auszuprobieren, einfach mal auszutesten, wie das sein wird. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gezeigt. Mach mal dein Licht an. Wir haben nämlich zu dem Gebäude haben wir ja hier eine schöne Mauer ringsrum. Was heißt ringsrum? Zumindest halt bis hier vor und dann noch bis davor. Hier müsste ich natürlich zumachen und ich würde dann die Zomboiden hier nach oben lotsen. Habe ich das Ding eigentlich schon gelootet? Nee, noch nicht, ne? Hallo, ihr seid ja noch da. Ja, dann lasse ich euch da drin stehen, das ist mir egal. So, ihr klopft euch schon irgendwann raus, wenn es euch zu viel wird, ne? So, die Zomboiden können natürlich von links, rechts und von überall kommen, aber ich möchte es trotzdem probieren, das Ganze. So, wir brauchen vor allem jetzt erstmal Treppen. Ich habe keine Ahnung, wie nah ich rangehen kann an das Gebäude. Das ist aber krumm, ne? Das läuft krumm zum Gebäude, aber das ist auch egal, glaube ich. Glaube ich. Ja, wenn ich zu krumm bin, dann ist es auch blöd, ne? Ich kann das aber nicht millimeterweise drehen. Ich kann das halt immer nur so ein Stückweise drehen. Ist egal. Hauptsache, wir kommen nach oben. Wir können das Ganze ja auch hier drüben anfangen, wo der Sandberg ist. Müssen wir jetzt einfach mal machen. So. Zack. Zack. So, dann haben wir schon mal das Erste, was ich hier hinbauen möchte. Und zwar gibt es diese Falle, wo die durchfallen. Genau, diese Falltür. Aber die kann ich nicht... Ja, weil ich Fallenmaschinen brauche natürlich. So, nehmen wir mal deine Dingsi in die Hand, weil wenn wir das upgraden könnten, wäre auch super. Da brauche ich allerdings noch mein Zement. Ich will das nämlich wirklich mal testen. Wenn ich das da oben mache, dann mit Pushern, die im Grunde dann die Zombies, die nach oben kommen, dann auch wieder runterkicken. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, nein, nicht reparieren. Wir brauchen Stein und nicht reparieren, aufbewahren. Das da. Haben wir Kalkstein haben wir noch. Wir haben normalen Stein. Dann müsste ich doch normalerweise auch noch einiges an Zement herstellen können. Für was anderes brauchen wir den Kalk eh nicht. Und hier können wir dann noch Ziegel herstellen. Cool. Mir geht es jetzt bloß einmal darum, dass ich das da drüben nur feuersicher mache. Feuersicher ist auf jeden Fall schon mal sicher genug für den Anfang. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt nochmal abbauen muss, aber ich würde sagen, nein. Ganz egal, wie das jetzt dann ausschaut am Ende, ist eigentlich Wurst. Ich hätte noch Nägel mitnehmen können, ne? So.
Und das da noch. So, dann schauen wir mal. Ach, ich habe wieder. Oh, den Motor habe ich vergessen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich alles einstecken habe. Ich habe im Grunde nichts raus aus der Tasche. Habe ich hier noch Fallenmaschinen drin? Nö. Falscher Tisch, ne? Die Fallenmaschinen und so weiter, die stelle ich doch hierher. Ja, da stelle ich die her. Oh, können wir so viele machen? 3 Stück können wir zumindest machen, weil mir dann wieder der Kupferdraht fehlt. Kupferbarren, Kupferdraht. Notfalls kann ich den ja auch wieder zerlegen, aber Hauptsache, ich habe jetzt mal ein paar Fallenmaschinen. 6 Stück? Das ist doch cool. 6 Fallmaschinen. Das ist gut. So, zum einen soll jetzt halt eben, wie gesagt, hier eine Falltür her. Es wird immer jemanden geben, der hier drüber huschen kann. Ich weiß gar nicht, kann ich da 2 hintereinander? Nein, also 2 Stück kann man nicht machen. Aber macht doch nichts. Treppe. Aha, das snappt nicht dran. Das snappt nicht dran. Muss ich dann erstmal normalen Boden hinmachen? Das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn das klappt, ne? Okay. Dann musst du leider wieder weg. Oder, warte mal, ich mach... Ich muss es wegreißen. Weil ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine Stabilisation. Ansonsten kracht mir das dann immer wieder zusammen. Also ich kann da nicht weiterbauen ansonsten. Boden? Snappst du jetzt? Ach, du snappst dran. Okay, Boden snappt dran. Warte mal, dann kann ich es doch dahin machen. Wir gehen einfach mal um 1 rüber. Dann mache ich die Falltür. Hierhin. Oder dahin. Aber es muss ja danach weiter nach oben gehen. Also wenn, dann müsste ich das wahrscheinlich dahin machen. So, und jetzt hat... lasst uns gucken, ob wir runterfallen oder nicht. Das hat funktioniert. Da ist dann jetzt aber auch die Frage, wenn ich jetzt... Warte mal, ein bisschen rumtesten muss ich jetzt. Geh mal nochmal auf Bauen. Wir machen nochmal die Plattform. Und zwar einmal hierhin, einmal dahin. Und dann tun wir das Ganze... Einmal hier. Wunderbar. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Also, du wirst abgerissen. Kracht dann alles zusammen oder... Also das nicht. Und? Ja, okay. Dann bricht das zusammen. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwo eine Stabilität. Okay, dann warte mal. Dann reiß das mal ab. Dann probieren wir das mal mit Balken. So, einmal auf B. Weil es gibt ja diese Balken hier. Vielleicht reichen die schon aus, um das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren. Bist du da? Ja. Bist da dran? So, dann probieren wir das mit dem Boden nochmal. Hehe. Okay, ausgetrickst, es hat gepasst. So, dann muss ich das Ganze jetzt halt nur noch aktualisieren, dass wir zumindest das auch feuergeschützt haben. Die flippen in dem Haus total aus, ha? Hier,
stehe direkt vor ihrem Fenster und die können nichts machen. Oh. Upgrade. Ich höre bis jetzt halt aber auch nichts, dass hinter mir irgendwas kommt. Ich werde wahrscheinlich tierisch erschrecken, wenn plötzlich da hinter mir jemand auftaucht. So, dann hier noch. Dann die Plattform. Und dann das da, wenn ich es upgraden kann. Aber das ist für Strom, ne? Okay, also die Tür, diese Falltür, die öffnet sich halt eine bestimmte Zeit lang. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir hier einen rauslocken können. Hallöchen. Oh, mache ich da jetzt auf der falschen Taste? So. Kommt ihr mal mit hoch? Ich will mal sehen, wie ihr hier durchfallt. Habt ihr Durchfall oder nicht? Und tschüss. Das ist cool. Ich bin vor allem mal gespannt, weil der rennt ja weiter hier hoch. Und wird jetzt dann gleich nochmal runterfallen. Wo landet er, ist jetzt die Frage. So haben wir aber nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Da muss ich dann wahrscheinlich irgendwas hinmachen, dass die hier nicht über diesen Balken laufen. Okay, wir machen mal... Ja, einfach eine Mauer hin und fertig. Mauer ist doch in Ordnung. Oder nur ein Geländer? Reicht ein Geländer auch? Im Grunde sollte das reichen, ne? Da ein Geländer hin. Materialmangel. Äste. Okay, aber das sollte doch eigentlich reichen. Und ja, wie ich es gesagt habe, das hat nur 10 Anwendungen. Dreimal ist das Ding aufgegangen. Ja, passt. Passt, passt, passt. Oh, Spucker. Aufheben. Danke. Die bemerken mich nicht, weil ich da vorne geschossen habe. Ja doch. Gib mir mal deinen Stuff hier. Und das da auch. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Büschejagd. Halt nur, dass wir halt ein paar... Oder warte mal, wir können ja auch... Du hast keine Axt in der Hand. So, jetzt. Einmal die Nummer 6, bitte. Danke. Weil hier müssen wir auch... Jawohl, Äste rausbekommen. Hauen wir gleich einmal ein paar Bäumle weg, weil... Ach komm, ein Stück ran. So, Blätter brauchen wir ja auch. Also nehme ich jetzt die einfach mal mit. Das reicht ja schon mal, ne? Komme ich da eigentlich auch drüber? Ah ja, das geht. Das geht. Bauen, Zaun, bitte dahin. Dann das Ganze, warum hast du eigentlich die Zange raus? Oder den Schraubenschlüssel? Brauchst du ja. Upgrade. Ach, kann ich noch genau die 2 machen, dann sind die Nägel alle. Und Upgrade. So, ich muss jetzt, ja, bitte, 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 tschüss, und, ui,
bin ich selber runtergefallen. Zum Glück habe ich so viel Sturzschaden. Vermeidungsdingsbums, ihr wisst schon. Ich will nämlich gucken, wo die genau landen, wenn die hier reinfallen. Okay, die fliegen ein ganzes Stück vorwärts. Ich weiß bloß nicht, ob die auch Schaden bekommen, wenn die darunter fallen. Aber da unten kommen natürlich dann auch noch dementsprechend Stacheln hin und sowas. Tschüss. Ja, doch dass die... Backte. Aha. Ja, für mich jetzt ist schon mal ganz interessant. Wenn du nämlich da nach oben krabbelst, dann weiß ich, dass ich da noch einen zweiten drauf mache. Und vielleicht sogar eine dritte. Autsch. Weil dann können sie nämlich da nicht mehr hoch. Hoffe ich. So, Uppe gerade, aber ich habe keine Nägel mehr. Tschüss. Aber wenn die offen bleibt, die Tür. Tschüss. Wenn die offen bleibt, die Tür, dann können die ja da gar nicht mehr drüber laufen. Dann sind die sofort am... nee, nicht Upgrade. Warte mal, geh mal auf dein Schwert. Erneut laden. Jetzt halt nämlich, weil jetzt halt haben sie nämlich wieder den Zugang. Kannst du jetzt mal... Danke. Wo ist der andere Trolley? Weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall doch eine ganz gute Chance hier. Das ist doch cool. Geh weg. Muss ich einfach mal testen und muss ich dann auch mal schauen, wie ich das mit dem Strom verknüpfeln kann. Kannst dein Licht eigentlich ausmachen. So, wir brauchen Nägel. Ich würde sagen, ich verwende auch gleich mal ein paar von den Eisendingern hier für Nägel. Ich glaube, sonst habe ich ja eh nichts mehr. Ne? So. Genau, machen wir einfach mal die 179 Nägel. Dann nehme ich mir aber lieber nochmal Eisen raus. So, wir haben noch Platz, das ist gut. Dann bräuchten wir weiterhin Holz. Nägelhammer. Du hast noch nichts gesammelt, ne? Wahrscheinlich, ne. Ist ja auch noch nicht gewachsen. Schauen wir mal, wie wir weiterbauen können. Also zum einen natürlich hier wieder den Upgrade machen. Ja, den muss ich jetzt erst einmal reparieren und da brauche ich Äste dafür. Ne? Das ist klasse. Meine Äste bekomme ich ja überall, ne? Aber trotzdem, vom Gefühl her brauchst du da 1 Million von diesen Dingern. So, da haben wir doch bestimmt ein paar mehr Büschle. So langsam kommt das Zeug hier wieder zurück. Vielleicht noch den einen oder anderen Baum, dass ich dann weghaue. Aber ich glaube, dass ich astmäßig mehr bekomme von den Büschen als von den Bäumen. Na gut. Mach hier. Dann machen wir eben Bäume. Wenn ich sie treffe. So macht das Looten auf jeden Fall Spaß. Einfach durchrennen, zack, zack, zack und du hast schon 100 Bäume gefällt dann.
Wenn ich treffe, heißt es, dann geht's auch schnell. Cool, cool. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt müsste ich eigentlich mal einen ganzen Haufen Äste haben. 82. Einfach noch ein bisschen mit einsammeln hier beim Rückweg. Ich bin mal gespannt, ey. Bin so neugierig, ob das klappt. Weil im Grunde bräuchte man dann so, ich meine, klar, die Polizeistation ist natürlich ein absoluter genialer Bauplatz, weil man hat nur einen einzigen Zugang zu dem Gelände, ansonsten ist alles mit den Mauern umfasst, was die Zombies hier nicht angreifen und nicht angreifen können. So, nein, die 7 bitte. Dann würde ich sagen, einmal, na gut, leider reparieren, ne? Stell dich mal auf die andere Seite, aber wenn da einer hochkommt, dann kann der gleich sich verabschieden wieder. Upgrade. So. Damit haben wir das auf jeden Fall schon mal feuersicher. Dann. Nächster Bau. Weiter nach oben, ganz klar. Ich würde aber sagen, dass ich vom... Oh, das ist ja nicht schlecht, die Rampen. Die schauen fast besser aus wie Dach. Das, also, es ist ein Dach, aber... Ich geh nochmal auf B. Ja, das ist ein Dach. Aber ich denke mal schon, dass die da trotzdem hochlaufen, oder? Ein einfaches Dach, auf dem ein Haus gebaut wurde. Was, auf dem Dach wurde ein Haus gebaut? Das ist ja auch komisch. Ne, ich reiße es wieder ab. Ich möchte natürlich die Treppen haben. Weil ich dann nicht weiß, ob das vielleicht zu Problemen führt. Ne, nicht upgraden, sondern upreisen. Upreisen. So, einmal Bau. Was brauchen wir denn hier? Da brauchen wir ein Seil und dreimal Holz. Zwei Rampen, ja. Im Grunde also nicht weniger oder mehr. So. An der Stelle könnten wir dann eigentlich nochmal so ein Konstrukt machen. Ich will ja, dass möglichst die Zomboiden vorher schon runterfallen. Jetzt muss ich wieder um die Ecke rumbauen. Dass wir erst einmal den... Oder warte mal, nee. Nicht um die Ecke rumbauen. Sondern gleich mit den Balken arbeiten. Balken. Balken, Balken. So. Vielleicht brauche ich auch die Balken nur hier an der Stelle. Falltür. Falltür. Zack. Und dann wieder Boden. Juhu, es geht. So, wir müssen dann bloß um die Ecke rum. Aber das sollte auch kein Problem sein. Ich mache das trotzdem hier mit den Balken. Irgendwie gefällt mir das dann ganz gut, wenn das so ein bisschen eingefasst ist. So, ich brauche natürlich jetzt das Material zum Upgraden. So, Upgrade. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch genug. Ich meine, wenn ich das jetzt nicht in Eisen upgrade, das Einzige, was hier dann ist, im Grunde nimmt... Ja, die Konstruktion nur Schaden bei einer Explosion, aber es wird ja nicht komplett zerstört, so viel ich weiß. Es bekommt halt Schaden von der Explosion. Da bin ich mir jetzt eben leider nicht so sicher.
So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Falltüren. Ich mache hier. Jetzt mache ich mal hier mit einer halben Wand. Halbe Wand und Geländer obendrauf. Ich glaube, das ist doch auch gut, oder? Schaut auch gut aus. Ich meine, bei den Geländern brauche ich weniger Material, aber pfeift drauf, ne? Na, ihr? Dann sind hier schon mal zwei Falltüren drin. Das Problem ist jetzt da nur der Strom, wobei das ist jetzt auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Da könnte ich mal probieren. Kann ich zum einen, wenn die Dingsbums hinbauen? Nein, weil ich das Zeug brauche. Weil den würde ich dann nämlich einfach hier irgendwie daneben platzieren. Vielleicht da auch nochmal so einen halben Boden hinmachen. Halt. Hier, so einen halben Stock nennt sich das. Könnte ich jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen überlappen lassen, weil wäre ja egal, ne? Frage ist dann nur, ob ich hier denn so ein Dingens hinstellen kann. Müssen wir natürlich alles ausprobieren, ne? So, dann mache ich jetzt halt einfach Folgendes. Da baue ich jetzt halt mal einen von den Dingern ab. So, dich baue ich jetzt einfach mal ab. Du kannst eigentlich mal ein Hühnchen essen, einfach, dass du ein bisschen voller bist. So, habe ich Kabel einstecken? Kabel habe ich sogar noch einstecken. Das heißt, ich muss dich erst einmal rausschmeißen. Dann nehme ich meinen Kabeldingsbums. Schaue ich trotzdem noch mal ganz kurz nach. Ja, also den einen können wir auf jeden Fall bauen. Und darum geht es mir jetzt halt hauptsächlich. Halt, warte mal, wenn ich. Ah, wenn ich ein Upgrade jetzt mache von dem. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall abartig, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man solche Sachen macht hier. So, das da würde ich gerne upgraden, wenn es funktioniert. Da brauche ich allerdings nochmal. Ja, okay, dann stellen wir erst einmal nur den. Das Ding hier auf. Da darf ich dich allerdings nicht einsnappen lassen. Ah, ich kann dich in die Luft bauen, das ist auch nicht schlecht. Dann mache ich dich eben dahin. Und dann verbinde ich dich dann mit dem Strom dahin. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch fürs Upgrade brauchen. Metallplatten, Stecker, Motor, Transistor. Schauen wir mal, ob ich das auf die Schnelle jetzt auch noch herstellen kann. Warte, den Motor habe ich keinen mehr. Transistor habe ich noch. Den Stecker können wir bauen. Cool. Einmal noch. Und dann brauchen wir noch die Platten. Da habe ich ja hier nichts mehr drin, also müssen wir welche herstellen. Eisenplotten. Mal 5. Die neun Stück hier. Dann haben wir noch 5 Eisenbarren. Das sollte doch gut sein. Ihr könnt gleich wieder hier mitlaufen. So, einmal auf die 7, dann können wir hier. Oh, jetzt habe ich den Motor vergessen. Motor, Motor. Das muss ich jetzt noch machen, auch wenn jetzt der Part dann länger geht, aber das ist mir egal. Ich wollte jetzt das auf jeden Fall noch anschließen hier. Motor, nein, falscher Motor. Motor und da fehlt mir Kupferbarren.
habe kein Kupfer mehr da. Verdammt. Münzen habe ich auch keine mehr. Ey, ist das jetzt eine... verdammt. Verdammt. Kann man die zählen? Zerlegen? Und was, wenn ja, was kommt da raus? Halt, da war es doch. Geh nochmal rein. Zelle? Ja, da kriege ich ein Metall und Benzin. Man ist auch interessant, ne, dass ich da ein Benzin rausbekomme, aber schade. Schade, schade. Was ist, wenn ich eine Fallenmaschine, dann kriege ich 3 Kupferdraht. Kupferrüstung und sowas habe ich schon zerlegt. Schauen wir mal, vielleicht können wir hier noch eine Ampel, dann bekomme ich ja auch noch mal Draht. Im Normalfall bekomme ich dann da Draht raus. Ah ne, voll bin ich nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte irgendwie was verloren. So, haben wir da noch ein Dings hier. Nur Stahlstange. Kupferdraht. Schau mal, da ist noch was. Und nochmal Kupferdraht. Okay. Das ist doch schön. Schön, 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 schön. Vielleicht gucken, ob hier irgendwas rumliegt, ne? So. 2 Kupferbarren waren es, okay. Und jetzt fehlt mir Kupferdraht, oder? Jetzt habe ich nämlich nicht drauf geschaut. Nee, fehlt nicht. So, jetzt aber. Und ich hoffe mal, dass die Spannung ausreicht. Aber ich denke schon von dem einen Draht. So, bitte nochmal. Einmal Upgrad. So, dann bitte einmal Stecker in die Hand. Ausgang, Eingang. So, und damit haben wir das gut geladen. Hoffe ich. Hallo. Jemand da? Hier. Hallo. Hier. Komm mit. Na komm, put, put, put. Ich laufe auch langsam, dass du hinterher kommst. Kommst du? Ja. So, du bist nämlich jetzt mein Testobjekt. Und du darfst bitte einmal hier drauf treten. Hallo? Kommst du? Du bist aber wirklich sehr langsam. Und tschüss. So, und sie fällt jetzt nicht so weit und ist ganz geschockt über das, was da gerade passiert ist. Ja, das ist, gefällt mir. Aber anscheinend, ja, reicht der Strom doch nicht aus. Das heißt also, ich müsste hier auch nochmal eine Batterie hinstellen. Dann würde ich aber allerdings das da oben auch mit verkabeln. Ich dachte, du kommst noch mal hoch. Hallö. Ja, hier. Immer her. Ja, komm. Ich weiß, dass ich schnell bin. Und gucken wir noch mal. Oh,
Okay, das ist perfekt, weil dann mache ich da unten nämlich Spikes hin und dann fallen die nämlich runter und fallen auch in diese Spikes rein. Yes, das gefällt mir. Leute, wenn es euch heute auch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!